Gedächtnis, im Gegensatz zu der Einheitsübersetzung von den Katholiken. Die schreiben hier, das ist in Lukas 14, Vers 25, Lukas 14, Vers 26. Wenn ihr, ich will nur mal kurz ein Beispiel bringen, wie eine Übersetzung die ganze Sache auseinandernehmen kann. Ja? Da steht 14, Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst, irgend davon lieber, hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und seine Schwestern, ja selbst seine eigene Seele, so kann er nicht mein Jünger sein. Ja? Das steht hier, das ist hier in Lukas 14, Vers 26. Dann finden wir hier, in dieser protestantischen Übersetzung, das ist jetzt hier für den Sport, aber es ist vom Protestanten übersetzt worden, da findet man denselben Vers, Lukas 14, Vers 26, nicht hasst, sondern wir finden hier, wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als alles andere in seinem Leben, wichtiger als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja wichtiger als das Leben selbst. Also ganz der Sinn der Sache, der Wortlaut der Sache ganz anders entsteht. So, der nächste Punkt, Zwangsehe. Ich habe eben schon erwähnt, ich erwähne es nochmal, damit es auch hängen bleibt, Islam verbietet die Zwangsehe. Es kam eine Frau zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und hat gesagt, dass sie gezwungen worden ist, einen Mann zu heiraten, und der Prophet annulliert die Ehe, macht die Ehe ungültig, befreit die Frau aus dieser Situation. Und deswegen an alle Muslime, weil ich weiß, dass es Zwangsehe gibt. Kopftuchzwang für die Nicht-Muslime, die hier sind, ist ein Konstrukt der Medien. Das kommt vielleicht einmal in 1 Million Fälle vor, aber die meisten Frauen, es ist genau andersherum, sie werden gezwungen, kein Kopftuch zu tragen. Von der Gesellschaft. Wenn sie arbeiten gehen wollen, wird gesagt, du musst das Kopftuch ausziehen. Wenn sie in die Schule gehen, wird Druck gemacht. Es ist zumindest in Deutschland so. Ich weiß nicht genau, wie es in Österreich ist. Ich glaube, in Österreich ist die Situation besser. Und sogar von zu Hause kriegen sie Druck, das Kopf rauszuziehen. Es ist ein Quatsch. Aber was Zwangsheirat angeht, so ist es eine Tatsache, die unter Muslimen häufig vorkommt. Nicht wie gestern die Frau, die gesagt hat, 90% der Frauen in der Türkei werden Zwang verheiratet. Das ist natürlich Quatsch. Aber es ist eine Sache, die vorkommt. Und hier sage ich zu jedem Muslim, du sollst dir den Propheten sallallahu alaihi wasallam als Vorbild nehmen. Und den Islam richtig praktizieren. Und deine Tochter nicht mit irgendjemandem verheiraten, den sie nicht heiraten will. Denn alles, was man gegen die Religion macht, wird den Segen vom allmächtigen Gott wegnehmen. Und du wirst dich sündig machen, du wirst deine Tochter unglücklich machen. So, nächster Punkt. Wie gesagt, es wird verboten, der Prophet sagt ganz eindeutig, Sarada hadukum yuzawija ibnatahu falyastamirha. Wenn jemand seine Tochter verheiraten will, er darf das nicht machen, wenn sie das nicht will. Sinngemäß. So, dann. Dann gucken wir mal Zwangsehe, was im Ding steht, in der Bibel dazu. Ja, da habe ich zum Beispiel Deuteronomium 25, Vers 9 gefunden. Da ist Zwangsehe sogar Pflicht. Aber nicht für die Frau, sondern für den Mann. Da steht, wenn ein Mann gestorben ist, ja, ein Mann ist gestorben, dann muss sein Bruder die Frau heiraten von ihm. Ja, also du bist Karl-Heinz, du hast einen Bruder, der heißt Maximilian, du stirbst, deine Frau muss dann deinen Bruder Maximilian heiraten. Ja? Da steht, und wenn er es nicht machen will, dieser Bruder will die nicht heiraten, dann soll die Frau ihn rausführen, also darauf soll die Witwe seines Bruders an ihn herantreten, also die Männer versammeln diesen Mann dann, und dann soll die Witwe seines Bruders an ihn herantreten und ihm die Sandale vom Fuß runternehmen und ihm ins Gesicht spucken. Ja? Dann Deuteronomium 22. Hier muss ich darauf aufmerksam machen. Das ist jetzt eine Sache, die Übersetzungsschwierigkeiten macht. Man muss wissen, es werden manchmal Sachen komisch übersetzt. Deuteronomium 22, Vers 28. Da habe ich verschiedene Übersetzungen. Und ich weiß, es gibt manchmal verschiedene Übersetzungen. Ich kann da mal ein Beispiel geben. Ja, ich habe zum Beispiel in Lukas 14, Vers 26. Ja, ich lese das mal kurz vor, was es da alles gibt. Du findest hier in der Übersetzung von den Zeugen Jehovas, ja, die teilweise sehr wörtlich ist und sehr schwer zu verstehen ist, im Gegensatz zu der Einheitsübersetzung von den Katholiken. Die schreiben hier, das ist in Lukas 14, Vers 25, Lukas 14, Vers 26. Ich will nur mal kurz ein Beispiel bringen, wie eine Übersetzung die ganze Sache auseinandernehmen kann. Ja? Da steht 14, Vers 26, wenn jemand zu mir kommt, und hasst,
hasst ihn dafür lieber, hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und seine Schwestern, ja selbst seine eigene Seele, so kann er nicht mein Jünger sein. Ja? Das steht hier, das ist hier in Lukas 14, Vers 26. Dann finden wir hier in dieser protestantischen Übersetzung, das ist jetzt hier für das Sport, aber es ist vom Protestanten übersetzt worden, da findet man denselben Vers, Lukas 14, Vers 26, nicht hasst, sondern wir finden hier, wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als alles andere in seinem Leben, wichtiger als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja wichtiger als das Leben selbst. Also ganz der Sinn der Sache, der Wortlaut der Sache ganz anders entstellt. Dann in der katholischen Bibel findest du, wenn er nicht verabscheut, findest du da. Findest du also 14, Vers 26. Viele Menschen begleiten ihn. Wenn jemand zu mir kommt, nicht Vater, Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben gering achtet, so kann er nicht mein Jünger sein. Was ist jetzt die richtige Übersetzung? Ja, also drei verschiedene Sachen. Jetzt findest du aber hier eine Fußnote bei den Protestanten unten. Hier. Wörtlich, wer nicht seine Eltern hasst. Also das ist die wörtliche Übersetzung, also wie die Zeugen Jehovas übersetzt haben. Jetzt, deswegen, ich kann kein Hebräisch, ich kann kein Griechisch. Ich habe nur gefunden, in einigen Bibelübersetzungen, da wird gesagt, Deuteronomium 22, soll kein Vorwurf sein, soll anregen zur Suche. 22, 28 bis 29, falls ein Mann ein Mädchen findet, eine Jungfrau, die nicht verlobt gewesen ist, und er, jetzt kommt das Wort, wo sich drum gestritten wird, einmal steht, er packt sie, einmal steht, wird in manchen Übersetzungen wird der Vers ganz rausgenommen. Und hier steht, die eigentlich als eine der besten Übersetzungen gilt, steht, und er vergewaltigt sie, und man hat sie ertappt, ja, also vergewaltigt oder ertappt, dann muss er diese Frau heiraten, muss 50 Silberscheckel ihrem Vater geben, und er darf sich zeitlebens nicht mehr von ihr scheiden lassen. Wenn diese Übersetzung richtig ist, dann müssen wir sagen, dann ist die Frau dazu gezwungen, ihren Vergewaltiger zu heiraten und darf nie mehr von ihm losgehen. Und der 50 Silberscheckel kriegt nicht sie, sondern ihr Vater. Wenn das die richtige Übersetzung ist, wenn. Kann man ruhig nachgucken, weil ich will ja auch nichts Falsches sagen hier. Weil, wie gesagt, ich habe unterschiedliche Übersetzungen gefunden. Was da richtig ist, bleibt anderen überlassen. Jetzt kommt die nächste Sache, die oft vorgeworfen wird. Die mehrere Frauen. Dass im Islam der Mann vier Frauen heiraten darf, ja? Das ist erstmal ein Thema. Wir sagen als allererstes, wir glauben, dass alles, was Gott offenbart hat, dass eine Weisheit dahinter steckt. Islam ist sich Gott hingeben. Das, was er offenbart hat, hingeben, ist akzeptieren. Wenn wir wissen, Gott hat es offenbart, wir glauben, dass eine Weisheit dahinter steckt, da brauchen wir nicht mehr zu diskutieren. Aber, wir können auch nach Weisheiten suchen. Als allererstes muss man erkennen, dass der Islam aus islamischem Verständnis die letzte Botschaft ist des Allmächtigen Gottes. Die letzte Botschaft des Allmächtigen Gottes. Und das heißt, sie geht von diesem Zeitpunkt bis zum Ende aller Zeiten. Ja? Bis zum Ende aller Zeiten, bis die Welt untergeht, gilt diese Botschaft. Das ist das islamische Verständnis. Jetzt sagt der Koran nicht, es ist Pflicht, mehrere Frauen zu heiraten. Er sagt, man kann. Was heißt das jetzt für jemanden, der in Österreich lebt und in Österreich ist die Mehrehe verboten? Das heißt, du bist nicht gezwungen, das österreichische Gesetz zu übertreten und du brauchst damit nicht in Konflikt zu geraten, weil du brauchst keine vier Frauen zu halten, denn der Islam sagt, du kannst zwei, drei oder vier, aber wenn du nicht kannst oder du fürchtest, dass du nicht gerecht bist, dann nur eine. Alhamdulillah, und das ist die Regel der ganzen Sache. Aber was steckt hier hinter? Der Islam gibt dir eine Möglichkeit, Gott weiß, was in der Welt passieren wird, für verschiedene Situationen. Und was haben wir da für Situationen? Als allererstes, dieser ganze Vers, der sagt ja, فَنْكِحُوا مَتَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ